Hallo zusammen und willkommen. Der gesündeste Bestandteil einer Zitrone ist nicht der Saft, sondern die Schale. Klingt komisch, ist aber so. Im weißen äußeren Rand stecken außerordentlich viele gesundheitliche Vorteile, von denen du unbedingt profitieren solltest. Deshalb ist es wichtig, immer die gesamte Zitrone zu verwenden. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das bewerkstelligen sollst, ganz simpel. Einfach gefrorene Zitronen verwenden. Dann kannst du auch die weißen Stellen und die Schale verwenden. Zitronen sind wahre Wunderwerke der Medizin. Im Saft sind viele wertvolle Nährstoffe und wichtige Antioxidantien enthalten. Beides ist essentiell dafür, dass dein Organismus gut funktioniert. Zudem unterstützen Zitronen die Entgiftung und stärken das Immunsystem. Aufgrund dessen, dass in den Zitrusfrüchten viel Vitamin C steckt, wirst du beim regelmäßigen Konsum auch weniger krank. Aber warum ausgerechnet die Zitrone? Zitronen sind ideal dafür, jeden Morgen mit vielen Mineralstoffen und Vitaminen in den Tag zu starten. Damit erhältst du bereits, bevor du das Haus verlässt, einen wichtigen natürlichen Nährstoffschub. Durch den hohen Vitamin-C-Gehalt unterstützt du dein Immunsystem und kannst beispielsweise fiesen Erkältungskrankheiten vorbeugen. Darüber hinaus kann dir Zitronensaft auch beim Abnehmen und beim Verlieren von Körperfett helfen. Natürlich lässt allein der Saft der Zitrone keine Funde und Fett schmelzen. Trotzdem können Zitronen bei jeder Diätform unterstützen. Durch die natürlichen Bitterstoffe wird dein Appetit auf natürliche Weise gezügelt. Dadurch wird es dir leichter fallen, durchzuhalten und du wirst mit Sicherheit zu deinem Traumgewicht kommen. Bitterstoffe wirken aber auch optimal gegen Bakterien, Entzündungen sowie Krebs und senken zudem deinen Cholesterinspiegel. Die meisten bitteren Stoffe stecken in der Zitronenschale, also vor allem in dem weißen Bereich. Zitronen sind kleine Nährstoffbomben, aber das ist dir mit Sicherheit schon bekannt. Während einer Diät wird generell meistens weniger gegessen. Dadurch erhält der Körper aber auch weniger Nährstoffe. Wer also regelmäßig zu Zitronen greift während einer Abmagerungskur, kann einem Vitamin- und Mineralstoffmangel erfolgreich vorbeugen. Zitronen lassen sich vielseitig verwenden. Egal ob bei Süßspeisen, bei Smoothies oder Limonaden, die kleinen gelben Früchte sollten unbedingt in deinen Speiseplan integriert werden. Warum aber nun sollten Zitronen eingefroren werden? Zitronen einfrieren klingt vielleicht im ersten Augenblick ein wenig merkwürdig. Allerdings liegt der Sinn darin, die Zitrusfrüchte länger haltbar zu machen. Damit kann der maximale Nutzen aus der Frucht gezogen werden. Du kannst dafür sowohl den Saft, die Schale, Zitronenscheiben oder auch die ganze Zitrone einfrieren. So kannst du Zitronen komplett aufbrauchen, ohne sie nach einem einmaligen Verwenden wegzuwerfen. Zudem verhinderst du damit auch einen Schimmelbefallen. Welche Zitronen solltest du dafür verwenden? Na klar, zum Einfrieren sollten immer biologische bzw. organische Zitronen verwendet werden. Da nicht nur der Saft verwendet werden soll, sondern auch die Schale, kommen nur Früchte aus biologischem Anbau in Frage. Warum ist das so wichtig? Nun, nur so verhinderst du, dass die Zitrone beim Anbau nicht mit schädlichen Mitteln wie Pestiziden oder Fungiziden bespritzt wurde. In der Lebensmittelindustrie ist das ein sehr gängiges Verfahren, damit die gelben Früchte länger halten und nicht so leicht von Schimmel befallen werden können. Für den Menschen sind solche Mittel allerdings pures Gift. Achte deshalb immer auf Zitronen aus biologischem Anbau, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie werden Zitronen am besten eingefroren? Im Prinzip können Zitronen auf verschiedene Arten eingefroren werden. Alle drei Methoden werden nachfolgend Schritt für Schritt genauer erläutert. Methode Nummer 1: Eine ganze Zitrone einfrieren. Hierfür ist es natürlich wichtig, dass du zuerst für ausreichend Platz in deinem Gefrierfach oder in deiner Tiefkühltruhe sorgst. Vor dem Einfrieren werden die Bio-Zitronen gründlich gewaschen. Das ist deshalb wichtig, da die Zitronen mit Sicherheit schon mehrere Menschen in der Hand gehabt haben. Danach die Zitronen mit einem sauberen Küchentuch gründlich abtrocknen. Erst dann solltest du sie in dein Gefrierfach legen. Nach einigen Stunden sind die gelben Früchte bereit für ihren ersten Einsatz. Methode Nummer 2: Den Zitronensaft einfrieren. Bei vielen Koch- und Backrezepten werden oftmals nur wenige Löffel Zitronensaft benötigt. Daher macht es durchaus Sinn, den Saft einzufrieren, weil zu oft der Rest einfach achtlos weggeworfen wird. Hierfür presst du den Saft vom Bio-Zitronen aus und gießt diesen beispielsweise in einen Eiswürfelbehälter. Dieser wird dann in das Gefrierfach gelegt. So kannst du ganz einfach bei Bedarf einfach einen Zitroneneiswürfel verwenden. Egal ob für Rezepte oder einfach um ein Glas Wasser damit zu veredeln. Die Einsatzgebiete sind hier besonders vielfältig. Die dritte und letzte Variante ist es, Zitronenscheiben einzufrieren. Vor allem Menschen, die ihren Getränken nur einen leichten Zitronentouch verleihen wollen, werden davon begeistert sein. Dafür wieder Bio-Zitronen kaufen und vor dem Schneiden gründlich waschen.
Danach die Früchte mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen. Die Zitronenscheiben werden dann am besten in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt. Diesen dann einfach in das Tiefkühlfach geben und die einzelnen Scheiben immer wieder entnehmen. Egal welche Methode du anwendest, achte immer darauf, dass du Früchte verwendest, die noch keine braunen oder weichen Stellen aufweisen. Welche gesundheitlichen Vorteile erwarten dich? Nachdem du jetzt weißt, auf welche Arten du Zitronen einfrieren kannst, ist es jetzt an der Zeit, darüber zu sprechen, warum du in Zukunft unbedingt von diesen Methoden Gebrauch machen solltest. Du weißt sicherlich bereits, dass Zitrusfrüchte sich als optimales Heilmittel bei vielen Krankheiten erwiesen haben. Wahrscheinlich kennst du aber die gesundheitlichen Vorteile gefrorener Zitronen noch nicht. Unter anderem können sie folgende Vorteile bringen. Sie stärken das Immunsystem, sie dienen zur Krebsvorsorge, sie können zur Vorbeugung und Behandlung von Entzündungen dienen, sie reduzieren das Schlaganfallrisiko, sie haben eine antibakterielle Wirkung, sie bekämpfen Angstzustände und Depressionen, sie lindern Symptome von Asthma, sie reinigen die Leber und die Niere, senken den Cholesterinspiegel, bekämpfen Parasiten, senken den Blutdruck und zügeln den Appetit und helfen daher beim Abnehmen. Zitronen helfen auch bei Diabetes. Die Schale enthält Quercetin, was auch zu den sekundären Pflanzenstoffen bzw. Flavonoiden gehört. Dieser regt die natürliche Produktion von Insulin an. Dadurch wird die Bauchspeicheldrüse entlastet. Zudem hilft dieses Flavonoid bei der Bindung von Giften sowie beim Abtransport aus dem Körper und bei hohen Blutfettwerten. Kommen wir nun zu der Frage, wie können gefrorene Zitronenraspeln Krebs vorbeugen bzw. bei einer Krebserkrankung den Körper unterstützen? Nun, Studien zeigen, dass die Schale der Zitrone bei der Bekämpfung von mehr als 10 unterschiedlichen Krebsarten wirksam ist und sogar besser funktioniert als eine herkömmliche Strahlen- oder Chemotherapie. Zitronen haben also krebshemmende Eigenschaften und können daher bei verschiedenen Krebsbehandlungen unterstützend wirken. Die Zitrusfrucht soll laut Forschern dazu fähig sein, Krebszellen zu zerstören, ohne dabei gesunde Zellen anzugreifen. Das zählt nämlich zum Hauptproblem einer herkömmlichen Chemotherapie. Mehr als 20 Studien kamen zu der Erkenntnis, dass die in der Frucht enthaltenen Limonoide für die krebshemmende Wirkung verantwortlich sind. In der Schale der Zitrusfrucht stecken sogenannte Flavonoide, auch als sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet. Denen wird unter anderem eine antioxidative, sprich krebshemmende Wirkung zugeschrieben. Aussagen des National Institutes of Health zufolge gibt es mittlerweile zahlreiche Studien darüber, dass die Flavonoide nicht nur Krebs vorbeugen können, sondern sogar die Metastasenbildung bzw. die Vermehrung bösartiger Tumorzellen verhindern können. Zitronen zählen zu den basischen Nahrungsmitteln. Ja, du hast richtig gehört. Das mag vielleicht etwas paradox erscheinen, da die Früchte ja einen sehr säuerlichen Geschmack haben. Warum das so ist, lässt sich aber leicht begründen. Die Säure der Zitrone wird bereits im Magen bzw. im Mund abgebaut. Alles, was übrig bleibt, ist basisch und unterstützt deinen Organismus. Besonders vorteilhaft ist dieser Effekt bei Krebszellen. Diese sind sauer und deshalb benötigt dein Körper basische Nahrungsmittel, um dagegen vorzugehen. Deshalb solltest du auf jeden Fall auf eine basische Ernährung achten, um deinen Körper zu entgiften. Was machst du nun aber jetzt mit den gefrorenen Zitronen? Gefrorene Zitronen können sehr vielfältig angewendet werden. Beispielsweise können Zitronenraspeln in den unterschiedlichsten Speisen integriert werden. Ideal sind die Früchte aus dem Gefrierfach auch als Zutat für Zitronenwasser oder zum Verfeinern von Süßspeisen. Müslis oder Smoothies funktionieren natürlich auch. Deine Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Mit der Zeit wirst du immer mehr Ideen bekommen für die Verwendung von eiskalten Zitronenraspeln. Beispielsweise sind sie auch ideal beim Anrichten von Cocktails oder als Dekoration für Cremes oder Salate. Egal ob für Geflügelgerichte, Gemüserezepte oder als Bestandteil von Grillmarinaden, gefrorene Zitronenraspeln können fast überall verwendet werden. Sei einfach kreativ und lass dich von zahlreichen Rezeptvorschlägen inspirieren. Kommen wir nun zu der letzten Frage: Wie viel sollte davon für eine positive Wirkung auf die Gesundheit konsumiert werden? Innerhalb einer Studie wurde genau dieser Frage nachgegangen. Nach deren Erkenntnissen ist es ausreichend, viermal die Woche zur Vorbeugung verschiedener Krebsarten etwa 150 ml Zitronensaft zu dir zu nehmen. Das Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken, soll damit um 18%, das von Magenkrebs um 31% und das von Kehlkopfkrebs um 58% sinken. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird angeraten, etwa 75 Gramm der gefrorenen Zitrusfrucht täglich zu verzehren. Das entspricht in etwa der Menge einer kleinen Zitrone. Unser kleines Fazit: In der Zitrone stecken jede Menge Vitamine und Nährstoffe.
Mittlerweile ist aber auch bekannt, dass in der Schale bis zu 10-mal mehr davon steckt als etwa im Fruchtfleisch. Deshalb solltest du unbedingt auch die Schale mitverwenden. Damit die Zitronen aber lange halten, solltest du sie unbedingt einfrieren. Damit landen die Schalen in der Zukunft nicht mehr in deinem Abfall, sondern besser in deinem Glas oder auf deinem Teller. Wichtig ist dabei jedoch immer darauf zu achten, ungespritzte Früchte zu verwenden. Diese anschließend gründlich waschen und trocknen. Danach wird am besten die ganze Zitrone eingefroren und dann vor dem Gebrauch zerrieben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.